Hallo und herzlich willkommen zu The Binding of Isaac Community Remix, Episode Nummer 5. Wir spielen heute Samson. Auf geht's. Jawbone? Okay. Scheint sowas ähnliches zu sein wie Mom's Knife. Interessant, interessant. Lemon Mishap, Spacebar Item. Nicht besonders prickelnd, aber immerhin. Quizfrage. Starten wir immer noch mit Bloody Lust? Keine Ahnung. Auf jeden Fall stellen wir fest, das Jawbone macht nicht gerade viel Damage. Aber ja, wir starten noch mit Bloody Lust. Okay, Spielkarte, Two of Diamonds, verdoppelt unser Geld. Alles klar. Da ist eine Bombe, die benutzen wir direkt für die Truhe hier drüben. Aber, ich habe die Erklärung übersprungen. Als Samson starten wir mit weniger Leben, allerdings auch einem Spirit Heart, mit Bloody Lust. Das unseren, oder die unseren Damage basiert auf der Anzahl von Gegnern erhöht, die wir gekillt haben. Geht allerdings nur bis 12 Gegner oder so, glaube ich. Pille. Luck down. Und wir kämpfen gegen Larry Jr. Okay. Also Donkey's Jawbone ist gar nicht mal so schlecht. Monstrous Tooth. Wie immer. Frische Sitzung von The Binding of Isaac, keine Initialchance auf Deals. So, und das gerade war Meat, ein HP und Damage Upgrade. Hup, hup. Und dann sind wir hier auf dem Floor eigentlich auch schon wieder fertig. Wir haben keine Bomben für den Secret Room, nicht genug Kohle für den Shop. Also, nächster Floor. Basement 2. Goldene Truhe. Ich bin interessiert. Hopp. Nur immer schön dran denken. Haufen Kleingeld. Perfekt. Jetzt ist der Shop definitiv eine Option. Nur immer dran denken, Häufchen und Feuer zu zerstören. Noch eine Tarotkarte. Justice. Okay, von jedem Consumable einen Drop. Sehr schön. Mit 21 Cent können wir jetzt eigentlich auch die Two of Diamonds benutzen. Item Room ist Dead Bird. Im Endeffekt ein Meat Boy Stufe 3 und höher, oder Stufe 3, der erst aktiv wird, wenn wir Schaden genommen haben. More und more. Und dann kämpfen wir auch schon gegen unseren Boss. Wen haben wir denn? Ah, Monstro. Hi, Monstro. Das war unser erster effektiver Einsatz von Lemon Mishap, wie es aussieht. Okay. Dang it. Das war Monstro. Das ist ein Shot Speed Upgrade. Allerdings aus einem Alternativen muss ich es wohl mitnehmen. Dann schauen wir schnell in den Shop. Portable Slot. Why not? Wir farmen jetzt den Boss. Hey ho, let's go. Kleingeld. Mehr Kleingeld. Ja. Könnte ich eine Fliege bekommen? Schnell das Kleingeld ein. Spirit Hearts. Komm schon, Fliege, Fliege. Komm schon, gib mir eine Fliege. Jep, Fliege. Raum verlassen, Raum betreten. Hallo Monstro. Sup, Dude. Okay, einmal kurz ausweichen. Whoop.
Nope, das war Monstro. Basement Boy! Yes! Mumps Conference. 4 verschiedene Pillen. Okay, was bist du? Friends till the end. 3 Kamikaze fliegen, die das doppelte unseres Base Damage verursachen. Health up. Sehr schön. Mehr HP. Balls of Deal. Spirit Herzen. Schnappen wir uns noch die andere Friends till the end Pille. Ich habe einen Fehler gemacht. Egal. Mehr Kleingeld. Noch eine Pille. Komm schon, gib mir noch eine Fliege. Der klügste Ort wäre eigentlich hier. Okay, schnappen wir uns auch schnell die 2 Cent. Okay, was seid ihr? Du bist unbekannt und du warst Boss of Steel. Perfekt, gehen wir direkt nochmal. Bad Trip. Wird später zu einer Health-Up-Pille. Full-Health-Pille. Nicht Health-Up, sorry. Und wir schauen uns mal noch den Rest vom Floor an. Vielleicht finden wir ja noch Kleingeld. So, schauen wir mal hier. Yep, da wäre zum Beispiel ein bisschen Kleingeld. Self-Sacrifice-Room. Oh. Okay, wir haben Mr. Morse und vor allen Dingen einen Tinderbrock. Mit 2 weiteren Spirit-Herzen. Whoop. Yep, hier setze ich definitiv gerne nochmal eine Bombe ein. Ein weiterer Cent, eine weitere Bombe. Mob Trap Room. Wow. Das wäre das. So, Quizfrage. Secret Room? Sehe ich eigentlich nur eine Location gerade. Aber ich mag mich ja auch täuschen. So, schnell den Raum verlassen. Blast Radius der Bombe erhöhen. Das heißt, unser Secret Room war nicht hier. Dann ist der Secret Room vermutlich über dem Shop, wie es aussieht. Okay. Einmal. Schade. Okay, dann checken wir noch schnell nach dem anderen Secret Room hier oben. Oh, Spirit Huts von Feuer. Sehr schön. Okay. Die letzte Idee, die ich hätte, wo unser Secret Room sein könnte, wäre hier. Dann habe ich keine Ahnung. Auf den nächsten Floor! Caves 1. Versuchen wir es mal mit der rechten Seite. Wir haben ein paar Silkworms. Und wir könnten wie immer Damage Upgrades gebrauchen. Was bist denn du? Worship? Keine Ahnung, was das machen sollte. Nicht die geringste Ahnung, um genau zu sein. So, was haben wir hier? Charger! Okay, Schlüssel. An die Truhe kommen wir leider nicht ran. Self-Sacrifice Room. Nope. Noch eine Bombe. Und wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich gegen den Boss kämpfen. Oh, Chop, bei Chop. Au. Gott, dang it. Okay, Chop ist tot. Wieder volles Leben, Range Upgrade. Leider kein Deal, weil wir Rotherz Damage genommen haben. Was wir allerdings tun können, ist... Nope. Und nope. Okay, Pech gehabt. Dann wohl Marsch nach links unten.
Uns fehlt ja schließlich noch der Item Room. Könnte ja wieder ein Damage Upgrade drinnen liegen, so wie letztes Mal. Die Hoffnung, wie immer, stirbt zuletzt. Alter! Na, immerhin. Ich hasse Samson. Okay. Halbes rotes Herz. Und Kettenreaktion. Okay, Item Room. Fat Out Mushroom. Damage Upgrade. Hey, hey. Sehr schön. Sowas hatte ich mir doch erhofft. Den Shop ignorieren wir erstmal. Und dann gehen wir noch nach links. Vielleicht finden wir noch eine Bombe. Ah, Envy. Hi, Envy. So, das blaue Ding möchten wir natürlich wie immer zuletzt killen. Book of Sin freigeschaltet. Okay. Leider nicht wie erhofft das gewünschte Item bekommen, aber was soll's. Viel schlimmer finde ich, dass wir auch keine Bombe bekommen haben. Wir können allerdings hier nach dem Secret Room checken. Und wir finden einen Spielautomat. Und bekommen eine Bombe wieder. Gut, dann jagen wir den mal schnell in die Luft. Und bekommen noch eine Bombe und einen Cent. Immerhin. So, bevor ich dann unseren coolen... Ja, mein Gott, warum nicht? Checken wir doch mal, was hier drin ist. Ein halbes rotes Herz. Okay. So, bevor ich dann unseren coolen Portable Slot Bug benutze. Halbes rotes Herz. Okay, nächster Floor. Pech gehabt. Catacombs 2. Schauen wir mal hier. B-Licker. Noch ein halbes rotes Herz. Haben wir hier. Nabin. Es ist leider nicht ganz so einfach, wie ich gehofft hatte, jetzt hier mit. Yep. Oh Mann. Nee, ich mach nicht noch eine Runde. Die nächste wäre wahrscheinlich Isaac und die würde keine 6 Minuten dauern. Na gut. Bleibt's halt dabei. Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute!